Hallo und willkommen bei Planeo. Mein Name ist David Fuchs. Und heute soll es in diesem Video darum gehen, dass wir einen alten Holzuntergrund haben, eine Holzfläche, einen CV-Belag obendrauf und wir wollen Vinyl verlegen. Was mache ich jetzt am besten? Gerade Häuser aus den 50er, 60er Jahren haben häufig diese Aufbauart Holzuntergrund und über die Jahrzehnte hat man immer wieder frische Oberflächen drauf geschaffen. Hier jetzt im Endstadium quasi die CV-Belag obendrauf. Häufig gehen dann die Kunden drauf und sagen, super, ist ja eine Trittschalldämmung, die Fläche kann ich ja nutzen und Vinyl obendrauf, das geht nicht. Und das wollen wir in diesem Video zeigen, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen müssen, damit Sie eine ordentliche Oberfläche bekommen. Den CV-Belag habe ich jetzt einmal abgezogen. Dann sieht man halt eben, da waren früher mal irgendwelche Teppiche verklebt. Auch da sind diese Schaumrückstände und das muss alles raus, weil erst dann können wir wirklich den Holzuntergrund prüfen. Festigkeit, Standfestigkeit und so weiter. Das ist ganz entscheidend. Wir wollen hier spachteln, wir wollen nachher auch bei den Dielen das ausgleichen, damit wir halt eine Ebenheit schaffen von 3 Millimeter auf 1 Meter Breite. Das soll ja nicht größer sein. Aus dem Grunde wollen wir hier spachteln. Und bevor wir das tun, müssen alle Rückstände raus. Das heißt Rolle raus, Schaum raus, grundieren und dann kann die Arbeit losgehen. Folgen Sie uns in diesem Video, wir zeigen Ihnen, wie es geht.
Verlegung von dem Planeo-Vinylboden ist jetzt fertig und das Ergebnis, das sieht man. Ich finde es richtig schön. Und hier nochmal der Hinweis gerade am Ende. Ganz wichtig, damit Sie auch so ein schönes Ergebnis bekommen. Untergrundsvorbereitung extrem wichtig. Schmeißen Sie die alten Belege raus, gucken Sie sich den Holzuntergrund ganz genau an. Das Thema war ja hier gerade Holzuntergrund, Unebenheiten, Spachtelung, so dass man eine schöne ebene Fläche reinbekommt, so dass man auch nach der Toleranz einen neuen Vinylboden verlegen kann. All das haben wir gemacht. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Daumen hoch. Wir sehen uns noch. Bis dann. Tschüss.